Wissen du und was willst du dafür? Ich möchte dafür 800k. Ja, nehme ich. Würde ich nehmen. Wo bist denn du gerade? Ich komme dann zu dir kurz. Schick mir am besten GPS-Deck. Ich habe dir per SMS auch schon geschrieben. Ah, okay. Ja, dann schicke ich dir gleich Alles klar. Bis Dings hier. gleich dann. Jo, bis Jo, gleich. bis gleich. Sag mal, Flo, was ist denn heute eigentlich? Donnerstag, ne? Dann in der Stark, ja. Das ist ja wunderschön. Da gibt es ja morgen endlich neue Battle Pass-Aufgaben. Ach so, so meinst du. Hier, warte mal. Freitag ist es immer Weekly, ne? Ja. Also schon vor 18 Uhr Umdienst, oder wie war das? Ja, 18 Uhr ist wirklich. Ja, bitte. Ja, sag mir mal kurz, wo du ungefähr bist, weil ich bin eben im Auto unterwegs. Geht schneller. Na, ich bin auf dem Weg zu mir nach Hause. Ich habe ja das Messer nicht bei mir. Hast du eine Hausnummer? Dann komme ich einfach direkt dahin. Hausnummer 1828. 1828. Ja. Okay, alles klar, dann komme ich dahin. Bis gleich. Bis dahin. Bis gleich. Ich weiß, dass du telefoniert hast. Wollte ich alles erzählen. Ach, ich war nicht mute, also. Ja, gut. Aber mach gar nichts. Du kennst das ja nicht alles, ne? Ja. Bin kaum mal gewohnt. Ganz schwierig ist, wenn Lea immer telefoniert. Also, ich muss sagen, ich bin ja zwischenzeitlich ganz froh, dass man sie überhaupt hört. Also. Ja, also, das vorher, das war ja die reinste Krise. Weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ach, das ist bloß zu hören sagen. Tabelle Pass geht für heute. Ich habe auch heute keinen Bock mehr. Oh, Foto abgeben. Ja, es sind immer noch ein paar Liter rum, die Dullis. Ich sag, die Dullis geistern immer noch ein paar Liter rum. Welche? Jetzt, ja, die Dullis von gerade. Ach so, der Jetzt da. stehen die gegenüber von meinem Haus. Ah ja, vielleicht wollen sie es selber kaufen. Flipper aus dem Mall. Na, Können oder sie eh wo? nicht leisten. Nee, warte mal, gegenüber von deinem Haus. Ich weiß, dass da ein paar Häuser unversichert sind. Also ich weiß, Nate wohnt da auch. Der hat sein Haus auch nie versichert. Also ich glaube, das sind eher so die Leute, die kein Haus zum Wohnen suchen. Ja. Das sind ja die mit dem komischen Shamming-Car, ne? Ja, genau. Das Ding ist, die werden sich wundern, wenn die versuchen, in ein Haus einzubrechen, weil diese Sachen, die da drinnen sind, die wiegen ja 40 Kilo. Und ein Auto mit Kofferraum, bringt das nichts. Und im Sharing Car halt, ne? Ja, mit dem Shamming, da kannst du halt sowieso nicht den Kofferraum laden. Und das Ding ist, dieser Bugatti, den sie da mit haben, der hat keinen Kofferraum. Siehst du, wenn wir schon mal dabei sind, siehst du mein Haus, Haus bezahlen, Haus 7 Tage bezahlen. Ja, Boah, ist das teuer. der Ich Druck weiß nicht, ist ob ich das gemacht.
Weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, Mensch. 1250. So, Ja. ja, ich gehe hier raus, ne? Hallo, hörst du Tschüss. mich? Ja, ich höre dich. Du verkaufst das Messer. Na genau. Dürfte ich das kurz mal sehen, damit ich weiß, um welches Messer es sich handelt? Weil es gibt ja verschiedene. Es gibt nur ein Messer. Achso, Messer und nicht diesen scheiß Knüppelkack da. Warte. Ja, okay, passt. Was willst du dafür? Schönen guten Tag, der Herr. Einmal bitte Tag. stehen bleiben. Ja, wenn Sie wollen, Entschuldigen Sie, die Herren, könnte mir jemand etwas Kleingeld borgen zum Tanken? Als ich die Herr, Sie Herren. können einmal entfernen, der Warten Herr. Sie doch mal, Sie kriegen gerne meinen Einmal entfernen, der Dienstausweis. Ich Herr. darf dieses Messer führen. Aber nicht Das ist mir verkaufen. egal, ob Sie das Messer führen dürfen. Das ist eine Hieb- und Stichwaffe. Sie wollten gerade das Messer Wollte verkaufen. ich gar nicht. Doch, Sie wollten es Geben Sie auch ihm, dann geben Sie verkaufen. mir Ihren Dienstausweis. Ja, wie denn, wenn Darf ich ich da mal Handschein irgendwie anhab? durch? Wenn Sie jetzt abhauen, ich nehme erstmal Ihren Reisepass, das reicht mir. Von welcher Tasche Genau, ist nimm der? dir einfach den Reisepass und guck einfach selber Ja, hin. ich hätte Ihnen einfach diesen Ausweis geben können. In der Arschtasche. In welcher Orga sind Sie? SAP. Und dann verkaufen Sie Messer. Sie wissen, Ich dass hoffe, sie das sind Sie illegal nicht mehr sind. Die lang. darf man nicht verkaufen, immer noch. Falsch, die sind nicht illegal. Es ist ein Hieb- und Stichwaffe, der Herr. Die sind So. illegal. Ist es nicht. Wir klären das anders. Und im Übrigen, der Ich werde Herr. Ihnen die Handschellen abmachen. Sie bleiben bitte hier stehen. Ich gebe Ihnen mal spaßhalber trotzdem meinen Dienstausweis. Warten Sie. Gut, alles klar. Sie bleiben bitte kurz Ja, stehen. mein Fan. Entfernen. Eine Stichwaffe ist immer Ja, illegal. Fipko, ihr habt da einen Arsch offen. Ich würde Ihnen Sie sind Handschellen ein geben. Orga-Angestellter. Sie verkaufen hier Messer. Sie kennen ja das Gesetz, Und ne? laut Plan, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Herr auch in der Orga. Wer denn? Somit. Wer? Wer ist denn in der Orga? Ich bin keine Orga. Ah ja. Der Herr Ja. ist in keiner Orga, nein. Ich bin einfach ein zivilisierter Bürger. Ja, dann können Sie den mal kleiner noch abschleppen, der hat kein Kennzeichen an der Bude. Ja. Oh ja, das ist richtig, Herr Ah, Gambauer. nee, Das nee, hätten Sie das doch für deswegen machen. 5 Minuten gekauft. Das ist egal, wir haben Kennzeichen und Versicherungspflicht. Man hat aber allerdings eine halbe Stunde Zeit, um das Kennzeichen dran zu machen, mein Bester. Das weiß ich sogar, obwohl ich nicht in der Orga bin. Mensch, Mensch, Mensch. Der Chess hat die wohl zurückgeschrieben. Ich kann kurz aufs FIB herholen. Ich bin. Ah, ich hab die Nummer nicht mehr. Na, scheiße. Er macht einfach ein Dispatch, warte mal. Jetzt vielleicht noch in Klammern FIPCO dort unterschreiben können oder so, keine An Ahnung. sich, ich will gar nichts. Ich habe dem Herrn nichts verkauft. Also, was wollt ihr von mir? Ich weiß, aber Sie haben es mir angeboten, das reicht schon. Hä? Plus, Sie haben es auf einem öffentlichen Zitat. Marktplatz, Sie haben es auf einem öffentlichen Marktplatz geschrieben, dass Sie das Messer verkaufen. Also, das ist halt auch selten doof, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Vor allem als Beamter. Ich verkaufe auch ein Messer. Wollen Sie kaufen? Kramer übrigens, der hat das Messer aus dem Kofferraum geholt, ne? Benny, hörst du Falls ihr mich? reinschauen wollt. Ja, das regeln wir Ja, nur, gleich dass mit du denen. Bescheid weißt. Ja, Hast du alles nicht gut, auch mehr das regeln wir gleich SAP? mit den anderen Herren. Nee? Ah, BD, genau, alles klar. Dispatch habt ihr gemacht, ne? Ja, Ja, das Patch ist gut, okay, gemacht. alles klar. Hast du kein Department?
Ja, habe ich doch oben reingeschrieben, dass er uns, da ist er doch schon. Ja, er ist ja nicht mehr Auge, er sieht das ja nicht. Ihr lasst mich später reden, ne? Ja, ja, klar. Ja. Alles gut. Einen wunderschönen guten Morgen, der Herr. Einen wunderschönen. So, der Herr hier an dem, Pickup, das ist der Herr Kaiser, der kann Ihnen auch gleich mal seinen Dienstausweis zeigen. Er ist Schlepper beim SHP. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass er auf dem Marktplatz über dem übers Handy ein Messer verkauft, und ich bin der Meinung, dass dieses Messer illegal ist. Es ist eine Hieb- und Stichwaffe. Und er wollte es über den Marktplatz veräußern, und das ist für mich illegal. Deswegen könnten Sie sich vielleicht mit dem Herrn mal jetzt so ein bisschen kurz schließen. Ja. Kurz angemerkt, er hat die Anzeige gerade aus dem Marktplatz gelöscht. Ich habe zufällig das irgendwie aufgenommen auf Bodycam oder so. Ja, ich hab Bodycam jetzt mal gespeichert. Am besten über einen NIA mal zukommen, ne? Ah, gut, der Herr, Sie hören mich. Warte, ich gehe mal kurz aus dem Kreis raus, sonst kommen wir. Ich höre Sie. Perfekt. Kann ich aber Ihren Dienstausweis sehen? Na, sicher. Oha, Entschuldigung. Boah, die Borsche liegen aber ab, ey. Das war mein Magen. So Hunger hast du. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich mal eben in den Imbiss fahren. Gut, dann kurz zum Abgleich am besten noch mal kurz den Reisepass, bitte. In die Futterluke. Boah. Okay, gut. Sie sind angestellt beim SAP seit wie lang ungefähr? 3 oder 4 Tage, wie man da oben. Okay, mit den Gesetzgebungen kennen Sie sich aus, nehme ich an. Mhm. Okay. Also das Messer, was Sie verkaufen wollten, das haben Sie woher? Aus dem Stickerheft, sozusagen der Lotterie gewonnen. Also hat es auch keine Seriennummer oder sonstiges? Also es steht da regulär. Es hat weder eine Seriennummer noch ist es geXt. Also es hat nichts von beiden. Okay. Würden Sie sich einmal umdrehen? Ich würde es einmal kurz durchsuchen, damit ich das einmal aufnehmen kann. Ich habe das auch im Auto. Was zur Hölle? So, warte mal, ich stelle mal eine Wand hier hin. Hey, Chester. Ja, Moment bitte, ich muss so ganz kurz eine Holzwand mal hinstellen, weil. Ein paar Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Pass mal auf, ich stelle mal da hier eine Wand hin. Wartet mal, pass mal auf. Ich mein... Warte. Ja. Oh, super. Dann mache ich auf der anderen Seite ein. Ja, ich mach schon, alles gut. Gut. Wie sieht denn das intern bei euch aus? Ich nehme mal an, sowas solltet ihr eigentlich nicht mit euch führen, auch nicht so im Privaten. Also an sich, ich bin aber voll hier. Mitführen dürfen wir es. An sich ist ja eine stinknormale Hieb- und Stichwaffe. Und da ich aktuell nicht im Dienst bin, und wie gesagt, das ist eine Hieb- und Stichwaffe, die ohne Waffenschein an sich führbar ist, darf ich es ja mit mir rumschleppen. Ich bin aktuell nicht im Dienst. Und wie gesagt, ich schleppe sie nur mit mir rum, ich habe sie keinem verkauft. Okay, aber Sie wollten sie verkaufen. Sie wollten es verkaufen, richtig. Das ist eine Unterstellung an sich. Der Herr zu meiner Rechten in diesem schönen Trainingsanzug meinte, ich soll es ihm mal zeigen. Ich habe es ihm lediglich gezeigt. Ich habe der Herr, Sie haben es sonstiges. Und Sie denken, Sie haben es auf dem Marktplatz verkauft. Mein Kollege, der hinter mir steht, der hat das alles wahrscheinlich auf Bodycam auch, als er nachgeschaut hatte. Also habe ich alles der Verkauf also, alleine schon. An sich zwischen einer Anzeige stellen und einem echten Verkauf sehe ich. Sie haben es dem Herrn doch angeboten. Wollen Sie mir sagen, hier noch Sie angeboten. Machen eine Anzeige und verkaufen es dann nicht? Ja, warten Sie mal, an sich. Der Herr ruft mich an und möchte von mir irgendwas haben. Ja. Seltsam. Okay. In Absprache. Gut. Das hat im Endeffekt den Endeffekt. Warten Sie mal, Sie haben irgendwie ein bisschen. Alle stottern. Einmal 10. Finger. So, alle wieder hörbar?
Ja, ist jetzt wieder okay? Ist besser. Perfekt. Ja, ist besser. Genau, also, um das Ganze jetzt kurz aufzuklären, Sie sind gerade nicht im Dienst unterwegs, Waffenschein haben Sie, die Waffe hat keine Seriennummer, beziehungsweise keinen XXX ausgekratzt, was auch immer. Somit also der Besitz erstmal erlaubt. Ich habe die Anzeige nicht gesehen, was das mit dem Verkauf angeht. Für Sie zur Belehrung, insofern Sie kein Ammunition besitzen oder sonstiges und somit berechtigt sind, Waffen zu verkaufen, wäre der Verkauf von Waffen selbst erstmal illegal. Nach das Ganze, 11 vom Waffengesetz. Genau, das Ganze bezieht sich, wie gerade eben schon gesagt, aufs Strafgesetzbuch, beziehungsweise aufs Waffengesetzbuch. Die Kollegen vom LSPD haben das bestimmt auf Bodycam, ergo wird das Ganze dann seinen Weg über den National Intelligence gehen. Das Ganze wird dann von der FIPCO gesichtet, je nachdem begutachtet und dann könnte es, nur damit sie aufgeklärt sein sollten oder aufgeklärt sind, im schlimmsten Fall zu einer Suspendierung kommen. Wie gesagt, das Ganze muss gesichtet werden. Ich möchte hier keine finalen Schlüsse ziehen. Ich weiß leider nicht, was vorgefallen ist. Ich habe die Anzeige nicht gesehen. Aber Sie müssen sich halt leider bewusst sein, dass der Verkauf von Waffen als Privatperson nicht gestattet ist. FIB? Ja? Würden Sie noch in den Kofferraum reinschauen, weil er hat das Messer aus diesem Auto raus? Vielleicht. Was ich in meinem Kofferraum habe, das kann euch doch relativ wurscht sein. Naja, wenn Sie das Messer, Sie haben es ja aus dem Kofferraum rausgeholt, das Messer. Wahnsinn. Okay, was? Ja, an sich, wenn Sie wollen, Sie können den Kofferraum gerne durchsuchen, da ist halt nichts drin. Okay. Wo haben Sie dann das Messer hingesteckt? Wie bitte? Wo haben Sie dann das Messer hingesteckt? Sie müssen es ja dabei gehabt haben. Das wird dann noch mit dem Herrn ja nicht versprochen. Der Herr von FIB hat mich gerade durchsucht. Ich habe das Messer am Mann. Noch bei sich. Achso, gehen Sie einmal auf die Seite, bitte. Nein, dann ist alles gut. Okay, alles klar. Das ist kein öffentlicher. Nee, dann gibt es auch gar keinen Grund, erstmal in den Kofferraum reinzugucken. Gut, wie gesagt, Herr Kaiser von unserer Seite meldet sich dann bestimmt bald jemand bei Ihnen. Nur, dass Sie da mal Bescheid wissen. Ich weiß nicht, die Daten habe ich aufgenommen. Wir werden uns jetzt mit der IA zusammensetzen, und werden das weiterreichen, die sollen das sichten, die melden sich dann bei euch bei der FIPCO. Machen wir so. Aber es ist interessant, dass sie hier Zivilisten für irgendwelche komischen, dubiosen Sachen einsetzen. Also, das ist unser gutes Recht, Zivilisten als Informanten etc. zu nutzen. Also was wollen Sie jetzt von uns? Die Sperrung geht übrigens doch hier. Ja, nee, nicht. Also an sich, wenn Zivilisten andere zu Straftaten anstiften, ob das so das Nonplusultra ist, also ich weiß ja nicht. Warum stifte ich Sie denn zu einer Straftat an? Sie vielleicht kann der Herr FIB da auch noch mal was dazu sagen. Also ich empfinde bzw. sehe da jetzt keine Straftat vor. Ich meine, wie schon eben genannt, das ist unser gutes Recht, Informanten einzusetzen. Da müssen Sie halt leider selbst wissen, mit wem Sie welche Geschäfte machen oder eben auch nicht. Ja. Ich möchte, wie gesagt, keine Anschuldigungen hier stellen, ob Sie jetzt was verkaufen wollten oder nicht. Wie gesagt, das Ganze liegt aber in unserem Recht. Ergo haben wir das Ganze hiermit von unserer Seite erstmal beendet. Genau. Das Ganze wird jetzt gesichtet und geklärt und dann kriegen Sie je nachdem von der SAP intern oder von der FIPCO bzw. von uns dann eben weitere Infos. Tschüss, viel Spaß bei der Verkehrskontrolle. Genau. Gut, von unserer Seite wäre das dann einmal erledigt. Ja, von unserer Seite kann er auch weiter. Wie gesagt, wir werden uns jetzt mit unserer IA zusammensetzen oder versuchen, jemanden zu erreichen, dann wird das der Herr Kramer weiterreichen. Ich werde das Ganze dann auch bei uns intern dann schon mal weitergeben. Genau. Daten. Wie gesagt, die IA wird sich dann, denke ich mal, bei euch melden. Ne? Genau, perfekt. Alles klar. Gut, dann machen wir das so. Dann danke ich dir fürs Kommen. Liebend gerne. Gut, alles klar. So. Okay. Dann werden wir jetzt auch die Sache hier auflösen. Von dem Herrn ohne Haare hätte ich doch gerne mal noch einen Dienstausweis. Den können Sie gerne haben. Den gebe ich Ihnen mit Kusshand. Handkuss oder wie auch immer. Kusshand. Ja, bitte schön. Schönen Tag noch, Edwin. So, haben Sie ihn bekommen? Ja, jetzt weiß ich wenigstens, mit wem ich zu tun habe. Alles klar, dann einen schönen Tag noch. Gleich mal. Und Sie melden bitte mal Ihr Fahrzeug an. Man hat immer noch 30 Minuten Zeit dafür. Ja, wovon jetzt noch gute 5 da sind. Ja, gut.